Unter dem Hashtag Frauen beim Arzt teilen bei Twitter zahlreiche Betroffene ihre Erlebnisse bei Arztbesuchen, die sie als sexualisiert oder erniedrigend wahrgenommen haben. Den Anlass des Hashtags gab der Fall von Antonia P. aus Österreich. Es passierte bei einem Orthopäden. Er stand halt hinter mir und hat dann ohne irgendeine Vorankündigung oder Aufklärung oder sonst was meinen Slip beiseite geschoben und mit mehreren Fingern und ohne Handschuhe vaginal penetriert. Antonia zeigt den Mann an. Es kommt zur Verhandlung. Es melden sich zwei weitere Frauen mit den gleichen Vorwürfen gegen den Arzt. Wurden sie Opfer eines sogenannten professionellen sexuellen Missbrauchs? Wie urteilt das Gericht? Im August 2019 sucht Antonia P. aus Wien den Orthopäden Dr. B. in seiner Praxis auf. Sie hat zu dem Zeitpunkt schon lange mit Schmerzen in der Schulter zu kämpfen, die sie bislang auch physiotherapeutisch nicht in den Griff bekommen hat. Der Arzt wurde ihr von einem Bekannten empfohlen. Der erwähnte auch, dass dieser osteopathisch tätig sei, was für Antonia keine große Rolle spielt, weil sie ihn ja als Orthopäden aufsucht. Osteopathie ist eine Therapieform, bei der durch bestimmte Handgriffe Funktionsstörungen wie Verspannungen behoben werden sollen. In Österreich wird Osteopathie in der Regel von ÄrztInnen oder PhysiotherapeutInnen mit einer Zusatzausbildung ausgeübt. Als sie sich bis auf die Unterwäsche ausziehen soll, macht sie sich noch keine Gedanken. Die Behandlung, die Antonia dann erfährt, kommt für sie völlig überraschend. Erstens konnte ich das nicht in der Situation so wirklich realisieren. Eben schon allein dieses Gefühl, das ja nicht zur Situation passt, die man sich erwartet, überhaupt einzuordnen. Ist der jetzt da wirklich in mir drin? Hat er jetzt wirklich seine Finger in meiner Vagina? Also ich wusste ja nicht, was der hinter mir macht. Ich sah ihn ja nicht. Ich war in Seitenlage und er stand hinter mir. Und ich hatte Schmerzen. Jede Bewegung hätte ein ziemliches Verletzungsrisiko in sich geborgen. Er hat dann irgendwie noch mir gesagt, ja, ich soll diese und jene Übungen machen, aber das war für mich auch schon total vernebelt und hat gemeint, ja, ich soll wiederkommen. Ich habe dann gezahlt und bin raus und es war halt irgendwie alles so total komisch. Kurze Zeit später schreibt Antonia, die selbst Ärztin ist, einem befreundeten Kollegen, der als Kinder- und Jugendpsychiater arbeitet und häufig mit Opfern sexueller Gewalt zu tun hat. War das jetzt einfach ein selbstüberschätzender Trampel oder ein glatter sexueller Übergriff? Ich bin gerade ziemlich überfordert, das einzuordnen. Ich würde ihn anzeigen. Du wertest das als sexuellen Übergriff? Wie sonst? So ein Zugriff, ohne es vorher zu besprechen? Durch diese Einordnung, durch den Kollegen, wurde es dann auch leichter irgendwie. Und dann muss man halt einmal das akzeptieren, dass man Opfer eines massiven sexuellen Übergriffes wurde. Ich hatte schon den Eindruck, dass er einen gewissen Lustgewinn, aber eher im Sinne von sadistischen Lustgewinn an dem Ganzen hat, weil er ist ja mir dann unmittelbar danach auch noch mit den Fingern ins Gesicht gefahren und hat gesagt, ja, meine hübsche Antonia. Also, ja. Noch am selben Tag geht die alleinerziehende Mutter zu einer Gynäkologin in eine Wiener Klinik. Die attestiert ihr einen Scheidenriss. Außerdem hat Antonia Blutungen, die bis zum Abend anhalten. Einen Tag nach dem Arztbesuch geht Antonia P. zur Polizei und zeigt Dr. B. an. Sie berichtet von seinem Verhalten während der Behandlung. Die Klinik, in der Antonia anschließend untersucht wurde, meldet die Verletzung. Doch die Staatsanwaltschaft in Wien stellt nach einer Weile das Ermittlungsverfahren ein. Und das, obwohl kurz darauf eine weitere Frau Anzeige gegen den Mann erstattet hat. In der polizeilichen Befragung beruft sich der Arzt auf eine spezifische osteopathische Therapieform. Diese Methode gibt es tatsächlich in der Osteopathie. In Österreich wird sie als Vaginaltouché bezeichnet. Anja Engel-Schulmeier von der Wiener Schule für Osteopathie erklärt uns, wann solche Methoden angewendet werden. Es ist natürlich so, dass viele Patientinnen schon von Gynäkologen und Gynäkologinnen gesendet werden an uns. Das heißt, dass sie oft schon mit gynäkologischen Pathologien wie Endometriose, Zysten, Regelschmerzen zu uns kommen. Das Zweite ist, dass aber oft Patienten auch mit eher orthopädischen oder muskuloskeletalen Problemen kommen, das heißt Hüftschmerzen, tiefsitzenden Lendenwirbelsäulenschmerzen,
aber bis hin zu Kieferschmerzen. Und wir aber das Gefühl haben, dass die Fixation eigentlich im Unterleib liegt. Wir bitten den Arzt und seine Anwältin um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Sie antworten uns schriftlich und bleiben auch uns gegenüber dabei, dass es sich, Zitat, bei der angewandten Technik um eine medizinisch indizierte, also angemessene osteopathische Behandlungsmethode handelt. Und zwar aufgrund der von den vermeintlichen Opfern im Verfahren selbst geschilderten Beschwerden. Bei Antonia sollen diese im Bereich des Kreuzdarmbeins im Unterleib gewesen sein. Das war im Rahmen der Befunderhebung quasi, gibt es sonst noch irgendwelche Beschwerden? Habe ich gesagt, naja, und da tut seit der Schwangerschaft ab und zu weh. Aber das war nicht der Grund, wieso ich ihn konsultiert habe. Also das habe ich halt nur angegeben. Ich wäre zu keinem Zeitpunkt mit einer osteopathischen Behandlung einverstanden gewesen, weil ich einfach von meinem eigenen medizinischen Standpunkt aus sämtliche alternativmedizinischen Verfahren ablehne und kein Vertrauen darin habe. Während in der Strafsache um Dr. B. vorerst nichts passiert, leitet die Ärztekammer in Österreich ein Disziplinarverfahren gegen den praktizierenden Arzt ein. Weil der Arzt sich nicht an die vorgegebenen Handlungsempfehlungen gehalten hat und seine Patientinnen nicht umfänglich aufgeklärt und ohne schriftliches Einverständnis den Vaginalgriff vorgenommen hat, verhängt die Ärztekammer im Januar 2020 ein Berufsverbot von 3 Monaten. Was empfiehlt die Diplom-Osteopathin für die Durchführung des Vaginaltouché? Es erfolgt erstmal ein Gespräch darüber, was gemacht wird und warum wir das machen. Und dann geben wir in der Regel eine Behandlung Bedenkzeit, damit die Patientin sich das auch überlegen kann. Dann ist es so, dass die Patientin sich nach Aufklärung und Einwilligung entkleidet und ich, wenn ich es jetzt auf die Vagina beziehe, vorsichtig die Schamlippen öffne und mit 1 oder 2 Fingern mit Gleitmitteln und Handschuhen nach intern hineingleite, um dort den Beckenboden oder gegebenenfalls die Organe zu erreichen. Auffällig ist, dass es nicht die erste Sanktion der Ärztekammer gegen Dr. B. ist. 2018 verhängte diese wegen der gleichen Vorwürfe einer anderen Patientin eine Geldstrafe von 2.000 Euro. Die Berichte unter dem Hashtag Frauen beim Arzt zeigen, wie verbreitet sexualisierte Übergriffe tatsächlich sind. Sie haben schöne Brüste zum Abtasten. Frauenarzt bei der Brustkrebsvorsorge. Mit 16 bei meinem Gynäkologen. Der hat mir seinen Finger reingesteckt, in den Mund gesteckt und gesagt, schmeckt gut. Ich fand das furchtbar, aber dachte, dass das normal wäre. Wegen lädiertem Knie beim Orthopäden, ohne Hose auf der Liege. Bei der Untersuchung hat er weit den Oberschenkel nach oben gestrichen und mehrmals gesagt, was für schöne Beine ich hätte. Nichts zum Knie. In einer Studie von 2021 sind es 4,5% der rund 2500 befragten Teilnehmenden, die über Erfahrungen mit sexuellem Fehlverhalten durch medizinisches Fachpersonal berichten. Betroffene können sich an Einrichtungen wie die Unabhängige Patientenberatung Deutschland wenden. Die juristische Leiterin Heike Morris setzt sich mit den rechtlichen Problematiken der Fälle auseinander. Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ja gerade ein sehr, sehr sensibles Verhältnis, wo man sich auch öffnet und wo man besonders verletzlich ist. Bei solchen Patienten bzw. Patientinnen geht es ganz oft darum, dass diese erstmal hilflos sind in dieser Situation. Sie fühlen sich hilflos und ohnmächtig und es geht darum zu klären, was sie machen können und gemeinsam zu überlegen, welche Wege sie auch einschlagen wollen. Das heißt zum Beispiel eine Beschwerde bei der Ärztekammer oder auch eine Anzeige bei der Polizei oder dass wir auch erst einmal den Kontakt zu Opferberatungsstellen herstellen. Antonia P. ist das vorübergehende Berufsverbot zu wenig. Sie fühlt sich missbraucht und kann nicht verstehen, dass der Arzt dafür nicht vor ein Strafgericht gestellt wird. Für mich ging es einfach darum, dass der Typ aus dem Verkehr gezogen wird. Und dass auch die Institutionen, auch die Ärztekammer dazu gezwungen wird, zu handeln, weil der ist kein Einzelfall. Während der Ermittlungen melden sich 2 weitere Patientinnen, wieder mit den gleichen Vorwürfen der unangekündigten Penetration. Im November 2021 kommt es in Wien tatsächlich zu einem Strafprozess gegen Dr. B. Antonia tritt dort als Nebenklägerin auf. Vor Gericht kommen unter anderem 3 Patientinnen zu den Vorfällen zu Wort. Die Aussagen der Zeuginnen decken sich. Alle 3 haben eine vaginale, zum Teil auch rektale Penetration über sich ergehen lassen.
Ein weiterer männlicher Zeuge sagt aus, sich mit Zustimmung regelmäßig solchen Behandlungen bei Dr. B. zu unterziehen. Der Angeklagte gibt in der öffentlichen Verhandlung zu Protokoll: Ich habe ein Schema und sage auch, dass ich den Körper berühre und nicht alles schmerzfrei ist. Sollte rauskommen, dass ich rektal oder vaginal oder genital was machen muss, dann wird das noch zusätzlich erklärt und gesagt, warum. Im Vorfeld sage ich, wenn etwas auftritt, was nicht stimmig ist, bitte sofort abbrechen und ja, nichts zulassen, was für Sie nicht stimmt. Es ging dann alles so schnell und er hat ständig auf mich eingeredet und hat mich dann irgendwie in Lagewechsel gebracht. Und ich war aber irgendwie noch damit beschäftigt, mir auseinander zu sondieren, was macht er da jetzt eigentlich, und habe das halt irgendwie gar nicht kapiert. Das Fehlen der schriftlichen Einverständniserklärung räumt der Angeklagte ein. In der Stellungnahme seiner Anwältin heißt es: Das Einzige, was man meinem Mandanten daher vorwerfen kann, ist, dass er offenbar irrtümlich davon ausgegangen ist, sorgfältig genug aufgeklärt zu haben, was jedoch kein strafrechtliches Delikt darstellt, geschweige denn sexuellen Missbrauch oder eine Vergewaltigung. Die erhobenen Vorwürfe sind daher komplett aus der Luft gegriffen. Aus den Aussagen im Prozess geht also hervor, der Arzt ist bei mindestens 2 von 3 Frauen, die vor Gericht ausgesagt haben, mit mehreren Fingern eingedrungen. Er machte dafür keinen gesonderten Termin, legte keine schriftliche Einverständniserklärung vor und trug während der Penetration keine Handschuhe. Inwiefern er seine Patientin mündlich über seine Handlung aufklärte oder ob die Tat sexuell motiviert war, bleibt unsicher. Am 14. Januar 2022 folgt das Urteil. Der Angeklagte wird in allen 3 Fällen freigesprochen. Ich war erschüttert. Ich war richtig erschüttert. Das war fast noch schlimmer als der Übergriff an sich. Also die Message, die darüber kommt, wenn man betroffen ist, so, man muss sich das gefallen lassen als Frau. In der Begründung des Urteils heißt es, der Angeklagte habe nicht sexuell motiviert gehandelt und seine Stellung als Arzt nicht ausgenutzt. Antonia und ihre Anwältin wollen das Urteil nicht akzeptieren. Sie streben einen neuen Prozess an. Ich habe hier eine geschlechtliche Handlung durch das Penetrieren. Ja, das hat das Erstgericht festgestellt. Und dann muss man auch feststellen können, warum er das gemacht hat. Und das ist Aufgabe eines Beweisverfahrens im Strafverfahren. Auch wenn der Arzt freigesprochen wurde, darf er derzeit in Österreich weder als Orthopäde noch als Osteopath praktizieren, da er sich selbstständig von der Liste der Ärztekammer hat entfernen lassen. Der Strafprozess geht voraussichtlich weiter, denn auch die Wiener Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt. Für Antonia aber bleibt das Erlebte ein sexueller Übergriff. Ich war zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alt, das heißt auch schon in meiner Persönlichkeit sicher gefestigter als jetzt ein 17-, 19-jähriges Mädchen, dem das passiert. Außerdem verfüge ich über andere finanzielle Mittel, mir auch eine gute Therapie herzuholen. Ein Vertrauensverhältnis zum Arzt zu haben, ist gut und auch notwendig. Dafür gibt es ja medizinisches Fachpersonal. Doch dieses Machtverhältnis wird noch viel zu oft ausgenutzt. In diesem Fall lagen aus Sicht des Angeklagten lediglich Versäumnisse vor. Doch Antonia und ihre Anwältin hoffen, dass das Gericht erneut klärt, ob es sich hier noch um eine medizinische Behandlung oder schon um sexuellen Missbrauch handelt. Musstest du schon mal eine medizinische Behandlung über dich ergehen lassen, mit der du nicht einverstanden warst? Wenn du darüber reden magst, erzähl uns gern davon in den Kommentaren. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich, wenn du hier noch einen weiteren Fall von uns anschaust. Und ich empfehle dir dieses Video von Reporter. Hier wird erklärt, wie die Spurensicherung nach einer Vergewaltigung funktioniert.